Übertrieben nerdig, nerviges Intro nur mit Text und Hintergrundlärm. Und der Ton ist auch nur Mono und Links. Musik eben schnell mit Presets von einem Online-Programm zusammengerotzt. Und dann hört ganz abrupt auf. Herzlich willkommen zum Unboxing, ein Kinderüberraschungsei. Kinderüberraschungsei. Die kenne ich noch aus meiner Jugend. Da war ich noch ein sehr kleines Kind. Blablabla. Viel Scheiße, die man labert. Ich packe das jetzt mal aus. Das ist ja jetzt seit einigen Jahren so, dass das in so zwei Hälften ausgeteilt wird. Wisst ihr, was ich meine? Umschlossen ist die Überraschung im Innern mit einer, ich möchte sagen, bikoloren Schokoladenei-Hülle. Ja, das ist auch irre lecker, das weiß ich. Und da drin befindet sich dann, ich esse einfach ein. Voll lecker. Warum befindet sich dann dieses gelbe Plastikscheiß? Das machen wir auch, wenn das dann meistens irgendeine sinnlose Überraschung sind. Also es wird immer geködert mit allerlei Pumpernickel. Mit irgendwelchen Figuren, die jetzt gar nicht mehr handbemalt sind, die früher mal handbemalt waren und aus so richtig hochwertigem Material heute noch billiges Plastik. So fühlt sich das jedenfalls an. Und wir haben jetzt hier irgendwie so ein, was ist das, ein Bärenbike? Was soll das sein? Ich glaube, ein Löwe. Tiger? Gepard? Puma? Sprinti heißen die jedenfalls. Sprinti, da sieht man es nochmal, Sprinti. Schön. Anleitung gibt es auch nicht mehr. Ach doch, hier. Das ist die Anleitung. Hier, ich soll das einmal draufstecken, drüberstecken, drinstecken. Machen wir das doch mal. Das ist scheinbar das. Das ist scheinbar das. Das kommt so da drauf. Test, test, test. So. Ist mir blöderweise die Speicherkarte voll gewesen. Also wir waren dabei. Wir waren bei Schritt 1. Ich habe das in das reingesteckt, dass sie dann... So aus, so soll das dann auch wohl aussehen. Und jetzt kommt dieses Teil da so rum drauf. Echt jetzt? Achso, das wird komplett runtergezogen. Das sieht man aber auch dann auch erst im nächsten Schritt. Jetzt ist das hier wieder rausgepurzelt. Dann nochmal das, nochmal das. Und da wird dann das Rad eingehängt. Zack. Ah, das soll es jetzt sein. So. Das soll es dann gewesen sein. Ne? Und er rast. Und er rast. Die Schokolade aber ist lecker. Übertrieben nerdig, nerviges Intro nur mit Text und Hintergrundlärm. Und der Ton ist auch nur Mono und Links. Musik eben schnell mit Presets von einem Online-Programm zusammengerotzt. Und dann hört ganz abrupt auf.